Weiter geht's mit Let's Play Mass Effect 3. Ohne lang umreden, gleich ab zur Galaxiekarte. Dann düsen wir mal zur Heimatwelt der Asari, um uns dieses komische Artefakt anzugucken. Oha, die kommen jetzt hier schon gefährlich nah ins Zentrum. Lustig werden. Treibstoff. Habe ich noch Treibstoff? Ja, habe ich noch. Dann gucken wir mal, wie es auf Tess hier wohl aussieht. Tess hier liegt unter schwerem Reaper-Beschuss. Aktivität auf fast dem ganzen Planeten. Und der Tempel? Erreichen Sie die Wissenschaftler? Negativ. Alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört. Die Mission ist höchst riskant. Die Sache ist zu wichtig. Jetzt oder nie. Shepard, es geht um meine Heimat. Ich muss gehen. Dann ab zum Shuttle. Es geht los. Das war sowieso geplant, dass Liara mitkommt. Auswählen. Fertig. Passt. Ja, ich habe immer noch 23 Punkte. Bringt mir nichts. Vielleicht hätte ich irgendwie ein Geld oder so weitergeben. Betäubungsschuss oder? Ja, nur die panzerbrechende Munition. Zwei Munition oder Kopfschussschaden? Weil er ist ja schon einer, der sehr gut zielen kann. Dann nehmen wir mal Kopfschussschaden. So, Liara hat 3, da kann man da was machen? Nein, du brauchst mich 5, okay. Liara, haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? Die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athane. Meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen. Er ist mehrere tausend Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Was ist, wenn wir zu spät kommen? Mein Volk stirbt da unten. Oha, das hört sich wirklich nicht gut an. Deine Mutter. Ja. Venesia hat sie mitgenommen? Ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten. Aber jetzt? Vielleicht steckt ihr doch mehr dahinter. Was meinen Sie? Ich habe ihre alten Akten durchgesehen. Sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort, einige davon Jahrhunderte alt. Die meisten kann ich immer noch nicht knacken. Was immer dort vorgeht, es ist gut getarnt. Ich erinnere mich an ihre Mutter. Sie hat gekämpft, um sich von der Indoktrination zu befreien. Und jetzt kommt all das zurück. Was ist, wenn Tessia dasselbe Schicksal blüht? Keine Bange, das retten wir schon. Nicht mehr lange. Wir finden den Katalysator und retten Tessia. Wird schon schief gehen. Hey, anschnallen! Das dürfte turbulent werden! Das ist ja schon die ganze Zeit. Ach, je. Das sieht ja wirklich schrecklich aus. Das kann nicht wirklich passieren. Meine Heimat. Sieht übel aus, aber wir können hier oben nicht bleiben. Zu ungedeckt. Dann runter. Brandmunition. Warte, aber ich muss schon mal eure Munition gleich alles drauf. Naja, mit Biotik-Schilden geschützt. Sie müssen Commander Shepard sein. Jo, bin ich. Lieutenant. Commander, wir haben gehört. Die Barriere wurde durchbrochen! Commander, wir reden später! Gehen Sie an das Geschütz und lassen Sie es krachen! Jemand wollte an dieses Geschütz gehen! Na super, ich bin Geschütze. Oh. Rohlinge immer schlecht.
ist lustig. Was ist ein Rohling? Ja, da kommt schon ein Rohling. Lieutenant Curran, wir haben Sie erwartet. Mein Befehl lautet, dieses Raster unbedingt zu halten. Boah. Barriere abstützen! Aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus. Es ist wichtig, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen mir schon einen guten Grund zum Bleiben geben. Für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben. Aber wie lautet der Befehl denn genau? Was hat man Ihnen über mich erzählt? Nur ihre Namen. Die Missionsdaten waren geheim. Das heißt also, wir sterben, ohne den Grund dafür zu kennen. Das ist natürlich schon ein bisschen schlecht. Tut mir leid. Ja, ich weiß, aber Sie müssen der Befehlskette vertrauen. Wir wissen nicht, ob es diese Kette überhaupt noch gibt. Warum machen wir das hier? Wir suchen ein Artefakt, das alles hier beenden kann. Wir wollen zu einem Relikt im Tempel. Es ist wichtig. Darum geht es hier? Einer unserer Außenposten hat versucht, die Wissenschaftler dort zu erreichen, aber der Kontakt ist abgerissen. Jäger startbereit machen! Sofort! Tut mir leid, Commander. Ihr Relikt hat so lange durchgehalten, jetzt kann es auch noch ein bisschen warten. Ich habe heute schon genug Leute verloren. Ich ziehe den Rest ab. Nein. Wenn wir nicht zu dem Tempel kommen, ist das hier das Letzte, was Sie je von Tessia sehen werden, Lieutenant. Sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und Sie glauben wirklich, Sie können das alles verhindern? Der Tigel kann es, wenn wir das rechtzeitig fertig kriegen. Mit der Superwaffe der Proteaner gewinnen wir diesen Krieg. Proteaner? Woher wissen Sie, dass es damit geht? Es ist für uns alle die einzige Chance. Hier, Lieutenant Curran. Stellung halten. Räumen Sie einen Pfad zum Tempel frei. Außenposten Tykes, zu Ihnen sind Leute unterwegs. Die Galaxie soll wissen, dass der Krieg auf Tessia gewonnen wurde. Geben Sie alles. Oh, klar. Ich war vor Jahren hier. Die Stadt jetzt so brennen zu sehen. Man kann sie wieder aufbauen. Sorgen Sie sich nur um die nächsten 20 Meter. Yep, die werden schon schlimm genug werden. Allein die ganzen Heuschrecken da oben rumfliegen. Das braucht mir gar nicht. Vorsicht! Das muss ein Ende haben! Bleiben Sie zornig, das brauchen wir, um die Sache durchzustehen. Vergessen Sie das nicht, da kommen Sie nämlich. Ich sehe gerade, doch Schlittergranaten habe ich noch, Gott sei Dank. Ich wollte gerade schon sagen. Im Zickzack vorrücken! Deckung außen! Im Zickzack? Wer braucht das schon? Nee, ich mach Warp. Dahin kriege ich den. Nee, ich will den nicht. Ich will den Marodeur haben. Noch einer. Sieht sicher aus. Und jetzt Tempo! Runter von der Brücke! Bevor er noch als von den Riesenviechern runterkommt. Ach du Schande.
Beide die Gebäude recht cool aus hier. Alles zerstört. Nee. Ja, viel Spaß nachher beim Aufräumen, wenn es dazu kommt. Auf dem Gebäude da! Wir haben Feuer! Nein! Verdammt sollen sie sein! Bleiben! Die Konzentration! Diese Dinger schlachten meine Leute ab! Mein Gott, das ist auf der Erde auch nicht anders. Was hab ich da grad? Nichts weiter? Auf die Pflanzen achten! Die dürfen uns nicht umstellen! Ach, lecker. Die sind alle da hinten. Sehen, kann ich jetzt bald eine Granate schmeißen? Nein! Hätte sie so viel gebracht. Oh, da sind auch noch welche. Schlecht. Ganz schlecht. Wenn wir noch gar nicht in Zielreichweite sind. Jetzt aber. Der aber noch nicht. Das sind nur 3 Stück. Okay, jetzt hat's wieder mehr. Behalten Sie unser Einsatzgebiet im Auge! Na, kommst du noch hoch? Ist ja nur da einer. Oh, da kommt schon der nächste Schwung. Die sind noch da hinten. Ach hier, der kommt schon wieder ran. Warte, hab ich jetzt gerade noch einen Rolling gesehen oder so? Ich hoffe, das war jetzt nur Einbildung. Hier müssten dann noch welche sein. Hab ich mich gerade verhört, aber irgendwo hat ein Kind geweint. Ist mal irgendwo. Ich hab gerade so einen gelben Lebensbalken. Ach, das ist Sporenkapsel. So auch. Sie hören einfach nicht auf! Oh, geil, 2 Stücke. Ach. Noch mehr. Na, immer besser. So schlecht. Vor uns sind noch mehr. Ja, lieber lauf doch nicht immer gleich voran, du. Okay, 2 von denen. Aber diese Sporenkapseln machen mich nervös. Einmal. Ich will gleich in Deckung gehen. Sind wir weg. Komm, schlägt dir bestimmt nochmal was ein. Ich mal hier umgucken. Was ist ja klar, Medizinkits ist hier. Ist zwar noch voll Medigel, aber du kannst immer wieder mal mitnehmen, bringt immer Erfahrungspunkte. Die Tür vor uns könnte der Ausweg aus diesem Mist sein. Oh, ich hab doch gewusst, das ist Kreischen. Erstmal durch die Marodeure ausschalten. Oh. Die meinen das richtig ernst, was? Machen Sie weiterhin Druck! Nies. Ist der gut erzählt? Bringt das was? Nein. Ein bisschen.
Dachte ich, jetzt kommt die Heuschrecke hier runter. Die Heuschrecke runter. Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Heuschrecke wäre ganz schlecht gewesen, definitiv. Einfach aus Prinzip kaputt machen. Achso, hoch. Okay. Hier ist eine Rampe, Shepard. Das könnte ein Weg für uns sein. Eine Rampe aus Trümmern. Dann gucken wir mal, wo das hinführt.